Mai, jetzt habe ich vergessen, den Anfang zu füllen mit den Zutaten. Das heißt, ich habe keine Zeit für eine Begrüßung. Aber das hat sowieso keiner mitbekommen, denn Spätzleteig, den können Sie auch oben angucken. Das heißt, da braucht man eigentlich keine Einleitung. Und damit Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Food Factory. Ja, das Video beginnt im Grunde wie das Spätzle-Video, weil im Grunde wir denselben Zeug machen, nur mit einer kleinen Ausnahme. Und zwar, wir geben Zimt und Zucker mit dazu, denn wir machen heute Apfelspätzle. Apfelspätzle hört sich echt pervers an und nein, es sind keine Spätzle aus Apfel, wie viele immer komischerweise denken, sondern es sind im Grunde eigentlich ganz normale Eierspätzle zusammen mit Apfel. Und dazu machen wir einfach jetzt einen ganz normalen Spätzleteig. Wie schon gesagt, die Rezepturen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr nochmal in Ruhe wissen wollt, wie so ein Spätzleteig funktioniert, dann klickt einfach oben auf die Infobox. Dort findet ihr das genaue Rezeptur, wie man Spätzle ganz einfach und schnell selbst machen kann. Wie schon gesagt, ich finde, Spätzle ist der einfachste Teig der Welt, denn er besteht nur aus 3 Zutaten. So, unser Teig hat jetzt fast die perfekte Konsistenz erreicht. Das heißt, wir hören auf mit dem Rühren, denn wir rühren jetzt noch was mit ein. Und zwar hier eine Prise Zimt und ein bisschen braunen Zucker. Ihr könnt natürlich auch gerne einen anderen Zucker nehmen, aber ich finde braunen Zucker einfach viel, viel geiler als den raffinierten Industriezucker, den es sonst überall extrem günstig zu kaufen gibt. Wie schon gesagt, wenn unser Teig Blasen wirft, ist er perfekt und wir können anfangen, ihn zu hobeln. Dazu nehmen wir einfach eine Spätzle-Hobel. Ihr könnt natürlich auch eine Spätzle-Presse nehmen, was auch immer ihr alles so daheim rumliegen habt. Ich denke mal, ihr werdet alle hier den von Tupperware haben. Das heißt, das geht eigentlich mit am schnellsten und ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe das mal versucht mit dem Brett zu schaben, aber ey, das ist so eine eklige Aufgabe, weil die so viel Zeit kostet und echt nervig ist. Nö. Ist zwar fachlich 1A, also boah, Masterclass, aber so geht es viel einfacher. Das Wasser ist jetzt, war natürlich davor beim Sieden, ist ein bisschen Salz drin und dann schrecken wir unsere Sprotzen, so heißt es glaube ich in der, mit dem Schwabeländle, einfach in kaltem Wasser ab. Damit unterbrechen wir sozusagen den Garprozess und wir haben noch einen schönen Biss dann, wenn wir die Spätzle später in der Pfanne anbraten. So, kommen wir jetzt zu dem Teil, den die meisten wahrscheinlich noch nicht kennen, denn das war beim Spätzle-Video nicht mit dabei. Und zwar machen wir jetzt eine Vanillesoße. Dazu habe ich unten einfach nur Eigelb und oben eine warme Milch. Darin habe ich das Vanillemark und die Vanilleschote ausgekocht. Und jetzt rühren wir sozusagen die warme Vanille ein in unser Eigelb. Und jetzt kommt eigentlich der heikelste Teil von dem Ganzen. Ich gebe das wieder zurück in die kleine Mini-Pfanne. Und jetzt heißt es auf dem Herd das Ganze schön aufschlagen, dass es eine richtig geile cremige Vanillesoße wird. Dazu den Herd auf mittlere Hitze stellen und jetzt schön rühren, damit wir kein Rührei haben. Und wenn die Konsistenz so ist, fertig. Einfach geil, selbstgemachte Vanillesoße. Wem auch desto schnell ging, oben in der Infobox findet ihr das Video zur Vanillesoße. Jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, warum das Ganze Apfelspätzle heißt. Dazu nehmen wir einfach einen Lieblingsapfel eurer Wahl und tun ihn fein würfeln. Dann geben wir in eine Pfanne ein bisschen braunen Zucker. Und jetzt lasst das Ganze auch karamellisieren. Das heißt, karamellisieren ist nicht, wenn das Ganze in Glümchen ist. Ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe. Also, ja. Sondern erst, wenn das Ganze flüssig ist. Das heißt, ein schönes Karamell ist. Aber irgendwie wollte das Ganze nicht mehr. Dann habe ich noch ein bisschen Butter rein. Habe gedacht, ich kann die ganze Affäre hier retten. Aber nö, hat nicht funktioniert. Also war ich im Zeitdruck und habe einfach die Apfel mit rein. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, durch das Auslassen vom Apfel war dann wieder so viel Flüssigkeit drin, dass sich dann die Zuckerkristalle gelöst haben. Auf der anderen Seite, es ist wie bei geilen Popcorn, wenn du auf einen Zuckerkristall beißt, hast du fast wie so ein Jackpot. Aber es hat trotzdem mal alles gut funktioniert. Dann kommen die Spätzle dazu, dann kommt noch ein bisschen mehr Butter rein, weil ich gemerkt habe, die Spätzle fressen Butter ohne Ende. Und dann schwenken wir das Ganze schön an. Ihr könnt es auch leicht knusprig anbraten, gibt noch so einen richtigen Grunge-Effekt. Richtig geiles und richtiges einfaches Essen. Ich finde, es ist so ein geiles Essen irgendwie. Aber ich muss auch sagen, man kann davon nicht wirklich viel essen, weil das schon extrem süß ist. Und dann servieren wir das Ganze einfach nur noch mit unserer hausgemachten Vanillesoße. Und fertig ist ein kleines, süßes, herzhaftes Dessert. Also in Anführungszeichen herzhaft. Aber das sind meine Apfelspätzle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, habt die Ehre. Euer Hannes aus der Food Factory.